Es gibt nichts weiter, was ich vom Kameramann wissen will. Gefällt den Hornissen gar nicht. Kamera ab. Das hier muss einfach gut werden. Schnitt. Kopieren. Das war brillant, Leute. Okay. Die nächste Szene spielt unten am Strand. Das ist die Szene, wo Hawkins den Schatz in der Krebshöhle findet. Sind das zufällig riesige Killerkrebse? Riesige mutierte Killerkrebse und tierisch schlecht drauf. Da ist er, der Felsen, den ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Hey, Sie! Störenfried! Wer? Ich? Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder Sie fliegen raus. Das ist Carlton Hawks, der besessene Regisseur. Das ist der Kameramann. Er sieht nicht glücklich aus. Der arme alte Bird sieht mitgenommen aus. Was auch nicht weiter verwundert, wenn man bedenkt, was er meinetwegen an den Palisaden mitgemacht hat. Das ist Heiko McEwan, die Antwort der Marketingprofis auf das Schauspieltalent. Das ist sie, die Felssäule, die ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Sie ist viel höher, als ich gedacht habe. Hey, Heiko! Miau, Mann. Du spielst Jim Hawkins, stimmt's? Jimbo. Ich habe Mr. Hawks den Namen ändern lassen. Jimbo Hawkins. Okay. Ich will ihn nichts mehr fragen. Tag, Bert. Sag bloß nicht Tag zu mir. Bist mir ein schöner Freund. Was ist denn los? Hä? Wie ist das so, mit Carlton Hawks zu arbeiten? Ein verdammtes Elend, Kumpel. Hören Sie, Bert, was ist los? Du hast vielleicht Nerven, du. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast mir den Pfannkuchen nur gegeben, damit die Hornissen auf mich losgehen. Aber Bert, sowas tut mir doch auch weh. Wie können Sie sowas auch nur denken? Ganz einfach. Indem ich mir die Beweise ansehe. Ich weiß ja sowieso nicht, warum Sie immer noch Stuntman sein wollen. Weil das alles ist, was ich kann, oder? Wenn ich das nicht mache, was mache ich denn dann? Wie wäre es mit einem Job als Stuntkoordinator? Was denn das? Sie stehen einfach rum, so mit dicker Jacke und Baseballmütze und erzählen den Stuntleuten, was sie tun sollen. Kann ich denn sowas? Hey, Sie machen diesen Job seit Jahren und leben immer noch. Das muss doch gut sein für die Arbeitsmoral. Nö, also ich weiß nicht. Sie kriegen Ihr eigenes Megafon. Ich mach's. George Stobbart, internationaler Abenteurer, Halsbrecher, Waghals und freibeutender Berufsberater. Bei welchen Filmen haben Sie denn so mitgemacht? Kennst du noch Todesritter des 10. Grades? Der psychotische Biker, der in den Schulbus gerast ist? Das war ich. Oder was ist mit Sie beteten zu Satan? Ich war der Typ in der Krankenhausszene. Du weißt doch, der da anfing zu brennen. Und dann durch das verdammte Dachfenster fiel. Ich glaube, die habe ich im Kino verpasst.
Es muss doch cool sein, so durch die Welt zu reisen. Ja, nett hier, nicht? Meine Beryl liebte die See. Freien Tag in Clacton, echt wuchtig. Bisschen Aalengelee runterspülen mit einer Flasche Böckstoff. Ein Ründchen abzocken beim Bällchenhüpfen und dann die Stadt aufmischen. Natürlich, damals konntest du mit einem Zehner die Nacht noch wie King Louis leben. Tombola, schaumige Tasse Kaffee auf der Uferpromenade. Wissen Sie, irgendwie habe ich nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie da reden. Ich habe eine prima Idee. Warum verkleiden Sie sich nicht als Jim Hawkins und klettern zu dieser Höhle da oben? Welche Höhle? Die Höhle da? Ha, du hältst mich wohl für bescheuert. Hab mir einen Rücken verknackst, dass mich diese Hornissen über die verdammten Palisaden gescheucht haben. Keine Chance, dass ich da raufklettere. Naja, das schränkt die Auswahl etwas ein. Das kleine Zelt wirkt wie eine Außentoilette aus Zeltplane. Hey, Surferboy, bleib da weg! Oh, was ist diesmal los? Das ist das Zelt für Maske und Garderobe. Da hast du nichts zu suchen. Sieht aus, als dürfte ich nicht zum Kinderschminken heute. Der Höhleneingang ist riesig. Das sieht nach einem ganz offensichtlichen Versteck für einen Schatz aus. Wahrscheinlich hat sich Ketch darum ein anderes gesucht. Zwecklos. Da brauche ich gar nicht hinzugehen. Das ist nicht die Höhle, die ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Eine tragbare Filmkamera. Nur mal langsam mit den jungen Pferden, Cowboy. Finger weg von der Ausrüstung oder die Gewerkschaft kriegt dich am Arsch. Oh, okay. Der Wagen mit der Kamera drauf ist in den feuchten Sand eingesunken. Diese Kamera macht erstmal keine Fahrten mehr. Es gibt nichts weiter, was ich... Warum drehen Sie nicht in der Höhle, oben in den Felsen am Ende des Strandes? Wir haben keinen Stuntman mehr. Hey, ich mache den Stunt. Danke für das Angebot, aber wenn Sie runterfallen, verklagen Sie uns doch. Ich doch nicht. Haben das alle gehört? Ich hab's gehört. Das langt, dann sind wir abgesichert. Irgendwelche Vorkenntnisse? Todesmutige Sprünge, verzweifelte Faustkämpfe, Explosionen um mich herum, was immer Sie brauchen. Okay, Leute, Bewegung. Wir drehen die Szene am Ende des Strandes. Nein, tun wir nicht. Die Kamera hängt immer noch hier fest. Mist, hatte ich ganz vergessen. Kommando zurück, Stobbert. Wir müssen doch diese Höhle hier benutzen. Sie sehen nicht sehr fröhlich aus. Warum sollte ich fröhlich sein? Schauen Sie sich diese Höhle an. Da soll angeblich der Schatz versteckt sein. Und? Schauen Sie doch hin, die Höhle ist Müll. Sieht so vielleicht ein Ort aus, wo irgendwer seinen Schatz verstecken möchte? Ich hätte mir von den Bühnenbildern eine richtige Höhle bauen lassen sollen. Eine cinematische Höhle. Was meinen Sie mit cinematische Höhle? Eine mit Dramatik. Gefahr. Eine, die aussieht wie der Mund eines riesigen Steinschädels, wäre cool. Aber ich wäre ja schon mit Dramatik und Gefahr zufrieden. Mr. Hawks mag diese Höhle hier nicht. Er sagt, sie sei nicht cinematisch genug. Tja, wie das Leben so spielt. Der Kamerawagen steckt im Sand fest. Wenn er den Dreh heute machen will, dann heißt es diese Höhle oder keine. Da drüben ist eine ganz brauchbare Höhle an der anderen Seite der Bucht. Die in der Felsnadel? Dafür bräuchten wir einen Stuntman. Sie haben doch einen Stuntman. Wir haben keinen Stuntman. Bird hat sich bei diesem dämlichen Mauersprung den Rücken verletzt. Flash? Jo? Wir können nicht an der Felsnadel drehen, weil der Kamerawagen feststeckt, stimmt's? Mitten ins Schwarze, Partner. Warum nehmen wir dann nicht einfach die Handkamera? Hey, weißt du, das ist gar keine schlechte Idee. Ich habe mich mit dem Kameramann unterhalten. Er hat eine tragbare Kamera. Und? Dann können Sie doch in der Höhle in dem Felsen hinten am Ende des Strandes drehen. Das ist die dramatischste Höhle, die ich je gesehen habe. Wir haben keinen Stabilisierungsgurt dafür. Die Kamera würde wackeln.
Hatte Griffiths etwa einen Stabilisierungsgurt, als er The Birth of a Nation gedreht hat? Sie haben recht zum Henker. Hitchcock, Wells, keiner von denen brauchte sowas. Ja, genau. Und Sam Raimi stabilisierte seine Kamera auf einem Brett. Requisite, besorgt mir ein Brett, wir schreiben Filmgeschichte. Ganz heiße Kiste, wir machen einen Cinema-Verité-Piratenfilm. George, ab in die Maske, wir machen aus Ihnen einen Star. Schon unterwegs. Ich wäre soweit, Mr. Hawks. Es ist der Stein, den Ketch von den Spaniern erbeutet hat. Der Adlerstein. Ich komme nach Caramonte zurück und erfahre, dass George bei Concha eine Nachricht für mich hinterlassen hat. Er ist schon unterwegs zum Indio-Dorf, also muss ich mich beeilen, um ihn einzuholen. Als ich dort ankomme, finde ich eine Stätte der Verwüstung vor. George, Sonnenbrille. George, wo steckst du? Titipoco, ich bin fast froh, dich zu sehen. Du kleines Arschloch. Was ist hier passiert? Warst du daran schuld? Und wo ist George? Hast du ihn gesehen? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Das Fass sehe auf meiner Terrasse prima aus, mit ein paar Sträuchern drin und so. In diesem Fass ist nichts. Eine kleine Trinkschale aus einer Art Kürbis angefertigt. Die Schale hilft mir nichts, da ist ein Loch drin. Eines weiß ich sicher, die gehört nicht George. Vielleicht kann George damit was anfangen. Eine wirklich süße Unterhose. Das ist Titipoco. Ich habe ihm immer noch nicht verziehen, dass er mich mit seinem Giftpfeil außer Gefecht gesetzt hat. Das ist George Sonnenbrille, richtig? War er hier? George! Wo ist er jetzt? Was ist denn das? Das sieht ja aus wie der Stein, den wir aus Paris mitgebracht haben. Aber etwas ist anders. Genau, da ist ein Adler eingraviert. So muss es sein. George muss diesen Stein in der Karibik gefunden haben. Und konnte ihn verstecken, als Karsaks Männer das Dorf angriffen. Ich hoffe nur, George, ist nichts passiert. Wo ist George? George war hier, stimmt's? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Eine zerbrochene Lampe, vermutlich der Grund all dieser Zerstörungen. Ich brauche keine Lampe, denn es ist heller Tag. Außerdem ist sie doch sowieso kaputt. Ein sehr heißer und rußgeschwärzter Stein.
Er ist zu heiß zum Anfassen. Das Wasser würde den Stein abkühlen, wenn ich einen Weg fände, ihn in das Fass zu bekommen. Ich habe nicht genug Kraft, um dieses Fass umzuwerfen. Hey, Kurzer, mach dich mal nützlich und hilf mir mit dem Fass. Danke. Der Boden ist mit Asche bedeckt. Asche. Der Gedanke, dass es sich um die Überreste von Menschen handeln könnte, jagt mir Schauer über den Rücken. Das ist der Kojotenstein. Der Originalstein, den ich in Paris gefunden habe. Ich habe den Kojoten und den Jaguarstein. Tetipoko hat den Adler. Nach dem, was der Schamane gesagt hat, ist das alles, was wir brauchen, um mit Tezcatlipoca fertig zu werden. Zu schade, dass er nicht auch einen Rat hatte, wie wir mit Karsak fertig werden. Was ist? Worauf zeigst du? Tetipoko zeigt auf den Weg, der aus dem Dorf hinausführt. Als wir ankommen, wird George gerade die Treppe hinaufgeführt. Wir haben ganz offensichtlich nicht viel Zeit.